Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Staatliche Kunsthalle Baden-Baden. Es ist ja leider einige kleine Programmänderungen im Vergleich zu das, was wir als Einladung rausgeschickt haben. Da vor einigen Wochen auch in überregionalen deutschen Tagesszeitungen FAZ zu lesen war, dass Herr Marlow gestorben ist. Wir hatten noch Kontakt mit ihm, wir hatten auch die Flyer, so Einladungen gedruckt mit seinem Namen drin, und er war gewillt zu kommen, trotz seiner 92 Jahre. Und leider ist dann aber inzwischen er nicht mehr unter uns, sodass er auch nicht teilnehmen kann. Leider haben wir auch eine kurzfristige Absage von Pötter bekommen, dem Direktor, der auch das Haus jahrelang geprägt haben in der Genealogie zwischen Matthias Winsen und Katharina Schmidt. Deswegen ist es leider auch so, dass er nicht seine Pläne so ändern könnte wegen persönlichen Gründen und deswegen also auch nicht heute Abend da sein kann. Ich kann aber eine ganze Menge Leute begrüßen, deswegen hoffe ich auch, dass Sie diese zwei Änderungen mir nachsehen. Ich kann nämlich hier von meine Linke, den sicherlich nicht auch in der Region, weil immer noch sehr hier verhaftet und oft auftreten und auch mit gemeinsamen Veranstaltungen, sogar in meiner kurzen Zeit hier in der Stadt sind wir gewesen, Herr Galwitz, Direktor der Kunsthalle und Schöpfer von legendären Ausstellungsreihen wie der 14x14, aber ja nicht nur. Wir sind ja auch sozusagen sicherlich viele Leute, die ihn von seiner späteren Tätigkeit in Frankfurt als Direktor des Städels auch kennen werde. Ich begrüße aber auch sozusagen als Nächste in der Reihe, obwohl das nicht die Genealogie ganz passt, Katharina Schmidt, die hier auch zu uns gekommen ist von Zürich, wo sie heute wohnt, ist aber auch in ihrer Zeit nach der Zeit in der Kunsthalle in einer ganzen Reihe anderer Institutionen tätig gewesen. Zuletzt in Basel als Direktorin der öffentlichen Kunstsammlungen und da auch eine ganze Epoche auch geprägt. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch erst heute Abend persönlich kennengelernt haben. Telefoniert haben wir schon miteinander, natürlich in der Vorbereitung zu diesem Abend. Dass auch Hans-Albert Peters zu uns gekommen ist und hier sozusagen als Nächste in der Reihe sitzt, der direkte Nachfolger von Klaus Galwitz hier in der Kunsthalle und ebenso für ein abwechslungsreiches Programm bekannt und dann auch für seine darauffolgende vieljährige Tätigkeit am Kunstmuseum Düsseldorf, die denn sozusagen als nächste Station in seine Laufbahn dazukam. Carola Kraus ist sicherlich noch auch viele Leute noch ein bekannteres Gesicht, da sie ja meine Vorgängerin hier an dieser Stelle ist. Ich freue mich sehr, dass Sie auch Ihre Pläne auch ein bisschen sogar noch darauf angerichtet haben mit Reisen und anderen, dass Sie uns heute Abend bei uns sein können. Das ist eine große Freude für mich, dass Sie, die ja auch eigentlich immer noch eine sehr, sehr viel beschäftigte Position, viel beschäftigter noch als ich davon träumen kann, als Direktorin des MUMOX in Wien innehat, da auch die Zeit gefunden haben, um mit uns über die allerjüngste Ausstellungsgeschichte der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und ihrer Wandmalereien und Wandgestaltungen zu sprechen. Dann Matthias Winsen, hier noch einen Schritt weiter auf dem Podium, als Vorgängerin von Carola Kraus, das ja auch in Baden-Baden immer noch tätig ist und als viele auch als Direktor des LA8, des Museums für Technik und Kunst des 19. Jahrhunderts, also die Stadt auch treu geblieben ist, obwohl er ja als Professor für Kunstgeschichte an der Akademie in Saarbrücken durchaus auch was zu tun hat. Ihnen alle sehr, sehr herzlich willkommen. Jetzt komme ich ganz ins Schwitzen hier. Trotz die noch unter Ihnen, Frau Kraus, eingebaute Klimaanlage kann es mit so vielen Leuten hier auch heiß werden in dem Raum, und ich ziehe mich deswegen meine Jacke aus. Es ist aber auch eine Freude, viele ehemalige Mitarbeiter des Hauses, wie Herr Iwaniuk, der langjährige Verwaltungsleiter, und dann auch Frieda Burda als Nachbar von dem benachbarten Museum und seit 10 Jahren auch das Haus hier ja in Kooperation begleitendes Museum, auch hier begrüßen zu dürfen. Es gibt natürlich viele andere Angereiste.
Es gibt natürlich viele weitere angereiste Gäste, die auch nicht nur wegen des Gesprächs, sondern wegen der im Anschluss eröffnenden Ausstellung hier gekommen sind. Dies möchte ich aber gerne begrüßen in meiner Eröffnungsrede, die denn auch im Anschluss stattfinden wird an diesem Podium. Ich habe mich entschieden, dass ich vielleicht aber nicht nur diese Reihe nach der Genealogie, die ja sozusagen die Biografien auch angemessen wäre, meine Frage stellen möchte, aber gerne Sie, Frau Schmidt, vielleicht davor ziehen würde und Ihnen eine Frage stellen, weil Sie haben mir so eine rührende Mail hier an das Haus geschickt vor ein paar Tagen, wo sie auch darüber gesprochen hat, wie schön das war, dass sozusagen ich diese Initiative ergriffen habe und sozusagen mich an Ihnen auch gewandt und an Ihren allen sozusagen an ihr biografisches Wissen mich sozusagen da angetraut haben. Und das freut mich sehr, dass Sie das anerkannt haben, weil genau so ist es eigentlich gemeint. Es ist nicht nur gemeint als ganz exaktes kunsthistorisches Wissen, sondern auch darüber, dass Sie haben ja alle mit Ihrer Ausstellung, mit Ihrer Ausstellungsgeschichte das Haus geprägt und die Ausstellungsgeschichte auch gemacht. Und ich merke ja, wenn man herumfährt und irgendwo spricht von der Stadie Kunsthalle Baden-Baden und was alles hier gewesen ist, dann sagen Leute ja, ach ja, und daran erinnere ich mich und ja, und das war ja auch eine tolle Ausstellung und das ist ja eigentlich nur ein Kapital, das man verwalten darf, das von Ihnen alle gemeinsam auch aufgebaut wurde. Und deswegen freut es mich sehr, dass Sie das auch hier sozusagen anerkannt haben. Aber das Helmut Mittendorf war ja eigentlich das Wandausstellungsprojekt, das Sie hier hatten. Und auch diese genaue Wand, also hier drin, drunter die Installation von Franz Ackermann, in der wir jetzt mittendrin sitzen, sich irgendwo in dem Putz drin noch versteckt befindet. Und vielleicht können Sie mir erzählen, wie es zu dieser Ausstellung kam. Ja, 1983, wo es ja noch nicht so gewöhnlich war, solche temporär gestaltete Ausstellungsräume komplett für eine Ausstellung eigentlich auszumalen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Helmut Mittendorf? Dass die Initiative hatte eine Vorgeschichte. Denn ich war ja vorher in Düsseldorf und dort sehr befreundet mit Blinky Palermo und mit Immi Knöbel. Und für die beiden, man konnte mit ihnen eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, ohne das Kultereignis in ihrer damals noch kurzen künstlerischen Laufbahn, nämlich die blaue Linie, die Herr Gallwitz ihnen ermöglicht hatte in diesem Raum. Das war Kult, das war für sie ein ganz außerordentliches Ereignis, eine ganz außerordentliche Möglichkeit, die ihnen eingeräumt wurde, um die radikale Auffassung im Umgang mit Kunst, die sie beide als Beuys-Schüler in Düsseldorf erlebt haben, zu realisieren. Und ich selber bin zum ersten Mal in diesen Raum gekommen, 1971, als Herr Gallwitz DALI eröffnet hat, denn ich war damals eingeladen, eine Rezension über die Ausstellung zu schreiben. Und es hat mich ungemein beeindruckt, alle Welt murmelte, wo ist DALI, wo ist DALI? Und Herr Gallwitz sagte ganz souverän, wenn er hier wäre, würden Sie mich nicht mehr ansehen. Das war mein erster Eindruck und bleibender Eindruck in diesem Raum. Und als ich dann nach Baden-Baden kam, hat mich eigentlich immer wieder, ich habe ja begonnen in der wunderbaren Stillleben-Ausstellung, die Hans-Albert Peters zusammen mit Christian Klemm hier durchgeführt hat, ein Ereignis, das Kunstgeschichte geschrieben hat. Und ich kam in diesen Raum und habe diese wunderbaren Stillleben gesehen, aber eigentlich immer unter dem Putz die blauen Linie. Und in Düsseldorf war ja eine Situation vorher, in der Fluxus, in der Leute wie Namju Paik, in der wir Veranstaltungen mit Charlotte Murmann, mit all diesen Fluxus-Künstlern gemacht haben und die Diskussion um das Event, um das Ereignis, und das Prozessuale der Kunst war virulent. Das war ein Aspekt.
Das Experiment war großgeschrieben. Die andere Diskussion, die bis zu Ohrfeigenschlachten ging, war, ist die Kunst tot, ist die Malerei tot oder lebt die Malerei? Ja. Denkwürdige Situationen, Kampfsituationen, die man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann. Ja. Und die Möglichkeit, konzeptuelle Vorstellungen wie Solowit zum Beispiel oder andere, die ja dann hier aktiv waren, dass die Wände bearbeiten, die war eigentlich ziemlich durchgesetzt. Mhm. Wohingegen die mit der Malerei, Malerei als Experiment, das war noch schwierig. Mhm. Und mich hat eigentlich diese Frage interessiert, wie weit kann man mit der Malerei als Experiment gehen. Die Tendenz, mit Kunstfreunden Ateliers zu besuchen, kam ja eigentlich erst später. Ja. Und es war natürlich Ende der 70er Jahre, wurde heftig die heftige Malerei diskutiert, die man später nannte man die Künstler Neue Wilde, eine Verdeutschung der Fauve-Begriffes. Und mich hat das interessiert und ich habe als Ansatz mich gefragt, wer käme in Frage, wen könnte ich kontaktieren. Und Middendorf war jemand, der in Berlin bereits seit 1979 einen Lehrstuhl für experimentellen Film hatte. Und das war eigentlich der Hintergrund, dass ich etwas, was da in dem Putz verborgen war, das hat mich immer intrigiert. Wir haben auch immer mal diskutiert, ob man da mal was freilegen sollte. Das ist ja immer noch von Zeit zu Zeit diskutiert. Und auch im Vorfeld von dieser Ausstellung. So kam eigentlich diese Entscheidung grundsätzlich mit der Malerei, mit der gegenständlichen, figurativen Malerei, so ein Experiment zu wagen, was gleichzeitig dem Künstler auch nicht die Last einer dauerhaften Wandmalerei auflegte. Das sozusagen für immer da sein müsste. Und das ist ja, glaube ich, auch ein historisch interessantes Moment, weil einerseits natürlich diese Wandgestaltung, wie wir auch hier mit der Ausstellung aufarbeiten, zurückgeht eben auf den ersten konzeptionellen Künstlern, aber es natürlich auch erstmal sich durchsetzen müsste bis zu einem Punkt, wo es heute natürlich außer Diskussion steht, als eine Möglichkeit unter vielen, eben an den Wänden zu arbeiten. Aber das ist ja auch eine nicht historisch immer gegebene Situation, dass es natürlich war, in Ausstellungen auf Zeit Wände zu bemalen, die nachher auch übermalt wurden. Und da ist ja eigentlich meine Frage an Ihnen, Herr Galwitz, schon jetzt vorgegriffen durch das Aufgreifen nicht nur von der Blinky Palermo, sondern ebenfalls von der Salvador Dalí-Ausstellung, weil eine Mitarbeiterin ist ja immer noch am Haus beschäftigt, die unter Ihnen angefangen hat hier, die Rosemarie Jörger, die immer noch die Buchhaltung macht und die, wenn man sie auch fragt, so ihre Geschichte, schwärmt mit ihren Augen blinkend von der Dalí-Ausstellung als der Maß der Dinge, dass wir andere nur irgendwie hinterherhinken können mit unserer Ausstellungskonzepte. Und deswegen ist also nicht nur die Palermo-Arbeit eine Arbeit, die in der Kunstgeschichte auf einer und auch ja in anderer Ausstellung durchaus später zitiert wurde, sondern ebenfalls ja die Dalí-Ausstellung eine wirklich sehr präsente im Haus. Aber Palermo 1970, es muss schon radikal gewesen sein, für die Bürger in Baden-Baden zu dieser Zeit hier hochzukommen und an einen Raum zu stehen, wo die Wände weiß sind und wo da oben ein blauer Streif ist und das soll Kunst sein. Wie haben Sie es eigentlich Ihnen verkauft? Da war nichts zu verkaufen. Es war ja nichts da. Ein blaues Band, man konnte gerade sagen, da gab es mal einen Wettbewerb über den Ozean. Ja. Und Palermo, der ja immer auch wirklich in Räumen dachte, von Anfang an und auch hier diesen Raum sich vorgestellt hat, er hat ihn vorher besucht. Ich hatte keine Ahnung, was herauskommt. Und dann sagte er, kann ich das machen? Er war einer der bescheidensten in der Reihe 14x14 und wollte nicht, dass da viel
fotografiert, dokumentiert wird. Alles, was heute also so zum täglich Brot der Publizität gehört, dem ginge aus dem Wege. Er kam und nahm die Leiter, stieg hinauf und malte sein blaues Band. Und die Baden-Badener Bürger haben vielleicht gar nichts gesehen in diesem Raum. Sie saßen nicht, sie standen und gingen dann ein paar Räume weiter, wo auch andere Künstler in der Reihe dann ihr Debüt abgaben. Aber es war keine Frage, man hat Palermo sofort, ja, soll ich sagen, einen Respekt bezeugen können, weil man musste, man sah, das ist die unaufwendigste Sache und hatte doch durch die Schließung dieses Raumes mit dem blauen Band 15 cm hoch das Gefühl, hier bin ich zu Hause. Es ist die Kunsthalle. Ich kann die Baden-Badener nicht unterscheiden von anderen Besuchern. Es war ja damals nun tatsächlich ein großer Zulauf von Stuttgart Natürlich. Bis Frankfurt für diese Reihe. Palermo war einer von 70 Künstlern, die in 5 Jahren hier debütierten. Und er war ein Jahr später dann noch einmal mit Imi Knöbel, Katharina. Ja. Das war sehr schön. Er hat dann einen Raum ganz ohne Farbe, einfach nur durch 2 Wände markiert, die er mit Knöbel gewissermaßen vis-à-vis aufstellte. Damals genannt der Raum 7. Und außer der 7 ist eigentlich nichts mehr in Erinnerung und ein paar Fotos vielleicht. Und bei Knöbel kam dann nochmal bei 14x14 in diesem Saal auch wieder, wo sein Freund Palermo war, mit proportionalen Bildern, die in einem Diminutiv langsam von der Breite in die Schmale gingen oder auch umgekehrt, wie man das lesen konnte. Also sie waren 3 Jahre im Grunde hier zu Hause. Ja. Ich sah zuletzt Palermo in Venedig auf der Biennale 1976. Das war die Biennale, die nach großer Pause wieder anfing, Fuß zu fassen. Und Palermo hatte da seine letzte große Arbeit, 4 Himmelsrichtungen, Farbe auf Glas im großen Centralino installiert. Das war ungeheuer beeindruckend. Vorher in einem Raum die Pferde von Cunellis und dann dieses stille Palermo, der ein Jahr später dann auch schon tot war und der mit den Himmelsrichtungen seine ganzen amerikanischen Erfahrungen in 4 Wände brachte, aber in einer Weite, mit einem Blick, ja, wo hatte der denn her? Ich glaube, er hatte ihn von den Amerikanern Nordamerikas und er sagte das auch, von den Indianern Nordamerikas. Okay. Er sagte auch, das ist das, was ich hier sehe. Und dieser Begriff von Raum und Weite, ja, der stand ihm immer zur Verfügung. Ja. Und Sie sind ja dann auch nach Ihren ganzen Jahren anderswo denn wieder in der Region zurückgekommen. Deswegen fühlen Sie sich ja, glaube ich, auch heute noch in Baden-Baden sehr wohl. Das ist, glaube ich, ja auch eine große sozusagen Freude und finde ich schön, dass vielleicht auch ein bisschen als meine vielleicht Inspiration war, um dass diese Geschichte anders wie anzuknüpfen, dass wir eben die Chance gehabt haben, hier in diese Räume sozusagen da auch, dass sie auch zu Eröffnungen gewesen sind. Weil diese Räume haben ja, wie auch das zeigt mit der weiteren Geschichte, weil es ging ja dann unter Ihnen, Herr Peters, weiter mit der Wandmalerei. Das ist eigentlich kein Direktor gewesen, unter der es keine Wandmalerei gewesen sind in diese Räume. Das finde ich auch interessant, weil es zeigt ja auch, dass irgendwie die Räume offensichtlich danach auch geschrien haben müssen oder Künstler dazu auch aufgefordert haben müssen, immer wieder da an dieses Medium zu kommen. Bei Ihnen war das Pennone, aber eigentlich sagen Sie ja eine recht einleuchtende Wahl für ihn, auch mit seine minimalistischen oder minimale Arbeiten auch noch die Wände mit einzubeziehen in der Gestaltung. Und Sie haben auch keine Zweifel gehabt, dass das richtig war? Oder wie kam es eigentlich zu der Wandgestaltung in der Ausstellung von Giuseppe Pennone? Dazu würde ich gerne etwas sagen, aber bevor ich das tue, möchte ich betonen, wie sehr mir Dietrich Malo fehlt. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich mit mir für zu ihm Gedenken an Dietrich Malo kurz erheben würden. Ich danke Ihnen. Denn für uns alle
ich denke, dass Klaus Gallwitz mir dazu stimmt, ist die Bedeutung dieses Hauses, das ja eines der schönsten Häuser in Deutschland nach wie vor ist, die Kunsthalle Mannheim vom selben Architekten, hoffentlich bleibt sie erhalten, da gibt es ja schreckliche Vorstellungen, glaube ich, und andere Museen wie das Brücke-Museum, das das schönste Licht der Welt hat, natürlich geführt und so, lassen nicht vergessen, dass dieses Haus zu den, also die schönste Kunsthalle sowieso ist. So. Aber die musste aber... Das verdient einen Applaus. Weil diese Räume ja in ihrer Verschiedenheit die verschiedensten Aktivitäten ermöglichen. Das Zweite. Also deshalb diese Bitte, Marlow kurz zu gedenken. Wir hätten das alle nicht machen können, wenn Marlow und Gallwitz nicht das geschaffen hätten in den Jahren, die sie hier waren, in Verbindung mit der Gesellschaft der Freunde der Kunst, die dann langsam, habe ich verstanden, aus den verschiedensten Gründen, deshalb würde ich auch gern Frau Schrag erwähnen, die Seele des war, und wir haben beide ja gut mit ihr zusammengearbeitet, dass dies der Kunsthalle zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Sponsoren gab, als die Vereine noch nicht so reich waren, also die Fördervereine von Museen und Hallen, eben Ausstellungen ermöglicht haben, gerade in ihrer Zeit. Und bei Marlow, Entschuldigung, Marlow kam ja von der Gesellschaft, dass dieses Zusammenwachsen, dieses symbiotische, unsere Arbeit sehr geprägt hat. Bei dem Wort symbiotisch komme ich nun endlich zu Benone. Ich hatte eine Ausstellung Benone interessierte mich, weil ich Italoman bin, das ist schon krankhaft nahezu. Haben und, Sie auch da schön eingerichtet? Ja, ich sah, man guckt ja gelegentlich in den Kalender, in den Ausstellungskalender, dass er eine Ausstellung bei Amann in Luzern hat, und das ist von hier ja nur ein Katzensprung. Ich bin da hingefahren, war begeistert, habe mich informiert, und dann habe ich ihn eingeladen, das zu machen, was er machen wollte. Und er wollte, und das hat er auch in anderen Museen oder Ausstellungshallen, Galerien ja vorher schon getan, seine Außenhaut im Sinne der Identifikation mit dem Raum, in dem er arbeitet, zu der Innenhaut des Gebäudes zu machen. Und deshalb hat er seine Haut in Vergrößerung, also erstmal fotografiert, in Vergrößerung auf die Wand projiziert und diesen und den nächsten Raum völlig zu seinem Raum gemacht und damit gesagt, das ist meine Welt. Und alles, die einzelnen Arbeiten hatten dadurch, wenn man so will, sogar gaben mir jedenfalls den Eindruck, dass das Ganze in einer Art von Kapelle in ihm selbst stand. Die Erfindungen von ihm kamen ja aus ihm selbst oder von ihm selbst. Wir haben hier eine Arbeit ausgestellt, es waren leider keine Kartoffeln mehr, sondern schon Güsse. Er hatte seine Gesichtsteile, Ohren, Nase, Augen, Mund mit Gips abgegossen, darin Kartoffeln gezüchtet, und die waren auch bei der Christian Stein ausgestellt. Und weil Kartoffeln sich ja bekanntlich nicht furchtbar lange halten, hat er sie dann in Gold und in Bronze und in verschiedenen anderen Materialien, je nach Sammlerportemonnaie, sage ich mal, gegossen. Und wir haben dann hier auf einem Kartoffelhaufen, der frisch war, seine Gesichtsteile in Bronze gegossen, gezeigt. Aber der andere Aspekt, den ich nicht vergessen möchte, ist, wir haben ja nicht nur die, schon Herr Gallwitz hat das gemacht, von Marlow weiß ich es nicht, auch den Außenraum der Kunsthalle benutzen, ja, indem wir beispielsweise bei Serra den Berlin Block von Charlie Chaplin hingestellt haben, als wir mit Götz Adriani zusammen die großen Wandzeichnungen gemacht haben, die ja auch eigentlich Wandzeichnungen waren, mhm, und auch so heißen, und die Wände in dem Sinne besetzen, nicht wie Bilder, sondern sie einfach vereinnahmten. Mhm. Mhm. Und andere Ausstellungen gingen wir dann mit Mayol und Serra, Villa Romana in die Allee, mit dem Ergebnis, dass ich, wenn ich morgens durch die Allee joggte, angegiftet wurde, dass ich der Herr sei, der den Schrott in die Allee kippt. Das muss man sich vorstellen, ne? Dass Serra, den alle jetzt heute so lieb haben,
als der Schrott im Allee noch. Und ich bin ja sehr glücklich, dass es, und deshalb bedauere ich auch das Fehlen von Herrn Pötter gelungen ist, nicht nur Dan Flavin ans Haus zu bringen, nach einer Ausstellung zu erhalten, durch das Land ankaufen zu lassen, obwohl Herr Galvis hat ja davon geträumt, aus der Kunsthalle die zweite Hälfte anzubauen, was Herrn Burda ja gelungen ist, und ein Museum zu der Kunsthalle zu setzen. Also das ist alles so interessant, wie dieses Haus wächst und uns herausfordert mit Ergebnissen, die, wie sich zeigt, bis heute ja aufschrecken fast, also nicht ganz so im Sinne von schrecklich, sondern von aufmerksam machen auf Dinge, die selbstverständlich erscheinen. Wir haben ja zu Hause auch Tapeten, nicht wahr? Manchmal nur Raufaser oder gestrichene Betonwände. Aber dass diese Wände herausfordern, etwas zu bieten, etwas von uns zu verlangen, was wir sonst ja gar nicht geboten bekommen und möglicherweise auch nicht verlangen würden. Ja. Vielleicht gibt es ja auch unter Ihnen noch Zuhörer, die sich selbst auch an diese Ausstellung von Pennone erinnern oder noch weiter zurück. Ich würde sehr gerne für Fragen auch gleich öffnen, deswegen scheuen Sie sich nicht auch da, sozusagen selbst sich Fragen zu überlegen, und da wird es Mikrofone geben, die auch hier gerne in dem Raum gestellt werden. Aber natürlich möchte ich auch gerne die zwei letzten Kollegen, Vorgänger davor zu Sprache kommen lassen, aber bereite ich Ihnen nur vor, dass das durchaus vorgesehen ist, weil ich mir vorstelle, dass es auch welche gibt, die sozusagen sich selbst an konkrete Ausstellungen, diese, die erwähnten oder anderen Erinnerungen haben, die Sie auch gerne dazu Fragen stellen möchten. Aber Matthias Winzen, sozusagen hier draußen auf der linken Seite, war ja denn der Nächste in dieser Reihe, weil Pötter uns jetzt fehlt. Da klafft ja denn doch eine relativ lange Zeit, der ganze 90er Jahre dazwischen. Inzwischen in den 2000er oder gerade 99 angekommene Zeit, ist das ja nicht mehr etwas Ungewöhnliches, dass die Malerei sich an der Wand ausbreitet, oder wie geht die Institution mit temporärer Kunst um, oder wie stellt man eine Skulptur von Sarah draußen in dem Allee. Da ist natürlich eine Selbstverständlichkeit in dem Umgang damit gekommen, das aber, glaube ich, auch dich vielleicht erlaubt hat, die Wände oder die Wandmalerei einzusetzen, so wie ein Medium in Gruppenausstellungen, die eigentlich von was ganz anderes handelte oder gar nicht konkret sich nur dieses Thema stellte, sondern das ist so eine etablierte Gattung plötzlich geworden, die genutzt werden kann und da auch ausbreitet. Oder das ist nur meine Interpretation von zum Beispiel die Arbeit von Holger Bonk, der ja hier in diesem Raum auch überall mit einer viel filigranerer Struktur als das, hängt die Dokumentation auch im Raum nebenan, aber da sozusagen sich einsetzte eigentlich in deine ganze Trilogie-Ausstellung, die so derzeit auch stattfand. Aber vielleicht kannst du es noch genauer selbst beschreiben, wie du das zu diesem Zeitpunkt empfunden hast. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das zusammenbekomme. Das stimmt, also gewesenen Vorbilder, die waren uns da schon alle bewusst, und es hatte eine gewisse Benutzbarkeit sich eingebürgert. Die Jahre jetzt von 99 bis 2005 waren in vielerlei Hinsicht auch ein Übergang. Also wir hatten zum Beispiel 2003 große Umbauten hier in den Räumen und wollten aber trotzdem die Räume benutzen. Und insofern ist man dann an die Wände gegangen, auch mit einer gewissen Respektlosigkeit, beziehungsweise hat es jetzt einfach sozusagen auch die Baustelle zu Nutzen gemacht. Das war konkret durchaus so bei der Ausstellung von Corinne Wasmuth. Das war die erste große monografische Ausstellung. Also hier hinten an der Wand, die ganze Wand genau. Eigentlich und besetzt hat, sozusagen über die Treppe. Genau, und sie hat dann tatsächlich zwar mit Hilfe, ich glaube, von zwei ihrer Studentinnen wirklich also zwei Wochen lang auf dem Gerüst selber gestanden. Sie ist ja wirklich jemand, der diese riesigen Bilder, diese riesigen Bildflächen tatsächlich zum allergrößten Teil selber mit dem Pinsel bewältigt. Und das Thema war da schon auch aus ihrer Ölmalerei hervorgegangen, nämlich wie im Grunde genommen so etwas Festes wie die Wand, wie das zersplittert wird. Also so würde ich das eigentlich beschreiben. Es war, wenn man es kurz beschreibt,
ein sehr groß vergrößerter Anblick, wie man den haben kann bei einem Computerbildschirm, wenn ein Bild farbstark in ein ganz anderes übergeht. Also sozusagen ein entstehender Eindruck oder ein verschwindender, man weiß das gar nicht, sozusagen ein Eindruck baut sich auf und verschwindet. Und das Ganze sozusagen sehr, sehr groß gezogen, sozusagen Medienkunst mit den Mitteln der ganz traditionellsten Malerei. Also das ist im Grunde genommen eine Übersetzung des Allerneuesten gewesen. Damals muss man denken, 2003, jetzt sind wir noch mehr an Smartphones, Internet und so weiter gewöhnt, an die Beschleunigung der Bilder. Und sie macht dann eben riesengroß das Gegenteil und hält sozusagen in einem Anblick ein zugleich entstehendes und verschwindendes Bild fest. Also ich würde sagen, es war eine Medienarbeit. Und ja, dafür hat sie sozusagen diese traditionelle und dann hier nochmal in den Jahrzehnten zuvor nochmal stark aktualisierte und verjüngte Konvention des Wandbilds ganz anders benutzt. Ja. Anders dann der Holger Bunk, das war hier vorne. Übrigens finde ich das unheimlich schön, sich das vorzustellen, dass wir hier in so einer Archäologie sitzen. Also sitzen drin. In so einer Schichtung. Weil die wurden also nie abgetragen. Ich meine, es hat ja verschiedene Aspekte. Einerseits, also es ist sowieso schön, darüber nachzudenken. Andererseits ist es auch gut, dass das Kunst temporär ist. Und nochmal andererseits ist das natürlich auch ein Zeichen von einer wahnsinnigen Beschleunigung. Ne? Also wir haben Tempo drauf. Es waren ja auch jedes Mal ganz tolle einzelne Werke und die sind jetzt weg. Genau, es hat Vorteile, aber es hat auch was Melancholisches, für mich jedenfalls. Der Holger Bunk, den ich natürlich aus meinem Studium beim Alfonso Hüppi, der auch hier ist und den ich sehr herzlich begrüße, also der Holger war sozusagen der große Student, ich war der kleine Student und so lernte ich ihn kennen, aber nach vielen Jahren konnte ich ihn dann hier als Direktor einladen und sagen, mach mir das mal bitte. Das hat er dann auch gemacht und ja, wie soll man das Bild beschreiben? Das möchte ich doch machen, weil es ja nicht zu sehen ist, kurz. Eigentlich auch wieder sozusagen das Nutzen einer Konvention, nicht neu erfinden, aber umnutzen. Und was der Holger eigentlich meiner Meinung nach immer ganz toll hinbekommt und auch immer hinbekommen hat, ist, dass er eigentlich, er ist eigentlich ein Traummaler. Der hat eigentlich immer so den inneren Film nach außen gekehrt und sozusagen beglaubigt durch eine teilweise richtig illusionistische Malerei und das so beschworen, aber eben ganz anders jetzt als Jung oder Freud oder Grodek, also sozusagen nicht textgebunden systematisch, sondern als Anblick sehr intensiviert. Und ja, stellen sich das vor, Sie gucken auf ein Wandgemälde hier auf der Wand und haben das Gefühl, Sie gucken in ein eigenes Traumbild von sich selber. So, das hat er, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ein ganz paradoxer Effekt. Das ist ja auch schön und sehr interessant zu hören, wie diese Vorbilder eigentlich schon von Ihnen, Herr Peters, dann zurückgehen auf Marlow und Galwitz und was da schon gemacht wurde und eigentlich mehrmals bestätigt wurde. Und Sie, Frau Kraus, haben sich ja auch konkret um die Geschichte des Hauses mit einem großen Projekt bemüht, eben das 7x14 in Anlehnung an das 14x14, da auch diese wunderbare Geschichte und die ganze Prägung des Hauses und damit auch die Archäologie von Ausstellungen, die eben die in den Wänden sitzen, ja auch jetzt sozusagen erneut den Anlass bietet für mein Ausstellungsprojekt hier auch bietet. Und das ist deswegen eine sozusagen ein sehr schönes, eigentlich wiederkehrendes Moment, dass es immer wieder diesen Rückgriff auf die Vorbilder auch gibt. Aber Sie haben sich entschieden, tatsächlich Blinky Palermo ein zweites Mal zu installieren und als blaue Streife zu machen. Dirk Täuber, den ich hier vorne begrüße, hat mich auch erzählt, dass das wurde ein bisschen abgekratzt und man meinte, den blauen Schicht gefunden zu haben, der den originalen blauen Schicht war. Und das ist ja auch aber die Frage eigentlich, wenn man den jetzt freilegen würde, würde man ja die ganz anderen Bilder, die drauf sitzen, zerstören müssen, um zu diesem einen Vorbild zurückzukommen, weil eben dieser Raum auch oft sozusagen der Protagonist oder die Bühne war für eben diese Wandmalereien. Und wie war die Überlegung dazu? Oder war das klar, dass es nur um eine Rekonstruktion gehen könnte, als man sich an das 7x14 auch annäherte? Naja, ich möchte nochmal etwas früher ansetzen, und zwar als ich hier begonnen habe als Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, war ja mein erster Akt, dass ich die ganze Kunsthalle renoviert habe und dass ich eben der Wunsch war, die Kunsthalle wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen und den alten Glanz wiederherzustellen. Wir haben ja die ganzen Oberlichter erneuert, wir haben die Wände, die über
fast 100 Jahre eben immer wieder überstrichen wurden und dadurch eine sehr pickelige Struktur hatten. Die haben wir geklättet und ich weiß noch genau, wie ich dieses Vorhaben der Renovierung meinen Mitarbeitern erklärt habe, kam Frau Täuber, die Frau von Herrn Täuber, die seit vielen Jahrzehnten eben hier die Ausstellung besucht, sehr ermahnend auf mich zu und hat gesagt, Frau Kraus, Sie werden doch nicht vorhaben, die Wände abzuschlagen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da für ein Kapital darunter herrscht. Und ich habe sie nur ganz groß angeschaut, wenn der Sache dient, schlage ich die Wände schon ab. Und dann war es eben so, dass das Abschlagen der Wände viel zu teuer geworden wäre und wir dann eben uns entschieden haben, dass die Wände überspachtelt werden. Und eben ein paar Jahre später ging dann der Herr Täuber eines Morgens nach oben und war ewig verschwunden, dachte, was macht er denn da oben? Und auf einmal kommt er runter und hat eben so ein Stück Wand in der Hand und hat gesagt, ich habe sie gefunden. Und dann habe ich gesagt, wen? Die Palermo-Farbe. Aber möglicherweise ist es ja auch der Mittendorf. Das kann sein. Und irgendwie wussten wir überhaupt nicht mehr, ja, jetzt welche Farbe ist es denn? Und die Idee, also es ist so, dass die Kunsthalle, das ist ja, wie Herr Marlow schon gesagt hat, ein wunderschönes Gebäude. Das ist eines der schönsten Ausstellungshäuser weltweit und für alle Künstler, die hierher kommen, auch immer wieder eine ganz große Herausforderung, was ganz Besonderes zu machen. Und für alle Künstler, egal welcher Generation oder wie erfolgreich die war, egal ob das der Baselitz war, ob das der Buren war, ob das ein ganz junger Künstler oder Künstlerin wie die Nairi Bagramian war oder Stephen Prina. Es war für alle Künstlerinnen und Künstler immer wieder eine ganz große Herausforderung, ein ganz, ganz spezielles Projekt zu machen. Und eigentlich gab es in meiner Ära kaum eine Ausstellung, in der nicht mindestens eine Wandmalerei war. Also angefangen mit Stephen Prina bei meiner Colorfield Painting Ausstellung, dann aber auch die Karlin Lindener anlässlich 7x14 und jetzt sind wir eben beim Thema. Ich hatte die Idee nach unserer großen Jubiläumsausstellung, nämlich Malevich und seine Zeit, also eine Ausstellung über die russische Avantgarde, die erste große Landesausstellung hier in der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, eben nochmal diese legendäre Ausstellungsgeschichte 14x14 aufzuarbeiten, denn ich denke, das war für Baden-Baden und nicht nur für Baden-Baden, sondern auch für die Kunstgeschichte eine ganz wichtige Ausstellung, denn damals gab es eben sehr, sehr viele Künstler, die im Bereich der sogenannten Institutionskritik gearbeitet haben, die eben die Institution per se immer wieder von Neuem thematisiert haben. Und da hat, glaube ich, Klaus Gallwitz einen ganz wichtigen Schritt gemacht, indem er eben junge Künstler eingeladen hat, die hier in situ gearbeitet haben. Das Publikum konnte teilhaben an der Entstehung dieser Ausstellungen und ich habe ihn dann gebeten, mit mir zusammen die im ersten Teil die 14x14 Ausstellung in Teilen zu rekonstruieren. Wir haben eben so viele Räume, wie es gibt, eben Räume rekonstruiert aus der damaligen Zeit zusammen und unter anderem eben die, den Streifen von Palermo. Und ich glaube, wir haben den richtigen Farbton erwischt, weil wir haben sehr, sehr viel recherchiert und geforscht und eben auch mit Tordis Müller, die den Nachlass von Palermo verwaltet, lange gesprochen. Und im Anschluss daran habe ich eben 7 Künstler eingeladen, die jeweils für 14 Tage hier auch gewirkt haben. Und es war vielleicht nicht ganz so virulent wie damals zu deiner Zeit, Klaus, weil das einfach nicht mehr so was Neues und Aktuelles war, aber es war auch eine ganz tolle Zeit und wir haben im Unterschied zu damals, haben wir auch aus jeder Ausstellung einen Raum gelassen, sodass man am Schluss eben nochmal die ganze Ausstellung Revue passieren konnte. Es war eine sehr aufregende Zeit, weil
mich kennen ja hier sehr viele. Ich bin ja ein sehr ordentlicher Mensch und ertrage es eigentlich kaum, wenn irgendwo ein Puzzle rumliegt. Und die Künstler haben hier so einen Verhau gehabt. Das hat mich zum Teil wahnsinnig gemacht. Ich bin am Morgen immer noch mal kurz durch die Halle gegangen, habe alles aufgewischt, aber es hat eben nichts genützt. Und es war einfach total spannend, auch für die Besucher zu sehen, wie eine Ausstellung entsteht und, ja, und wie eben der Prozess einer Entstehung einer solchen Ausstellung ist. Das Stichwort der Umbauten, haben Sie mich damit auch schon vorgegriffen, weil dieser grandiose Umbau, von der das ganze Haus und alle Künstler, die jetzt hier ausstellen, ja profitieren, diesen wunderbaren Zustand, in der die Räume sich auch befinden, das ist ein so großer Luxus, dass man da einfach loslegen kann, um zu arbeiten. Und gleichzeitig natürlich auch mit den Behinderungen, die Räume, die es gibt, wie die Türen, die keine größeren Arbeiten als 2,20 Meter erlaubt in den ganzen Sälen, außer diese reinzubringen, mit der aber auch fast jeder, glaube ich, in seiner Zeit zu tun hat, besonders als die sozusagen Dimensionen von Arbeiten gewachsen sind. Herr Steuerer hat sich aber auch manchmal, unser technischer Leiter, der auch unser viele von den hier Anwesenden gearbeitet hat, hat sich aber dann auch manchmal ein bisschen mokiert über, wie jeden Direktor kommt und dann nochmal irgendwie umbauen will und dann nochmal anders will als der Vorgänger. Und der Vorgänger hat ja gerade da die Büros hingelagert und jetzt sollen wir die Büros wieder dahin ein und dann komme ich und will der Bookshop wieder da raus, wo der Bookshop war. Und jetzt soll da ein neuer temporärer Ausstellungsraum kommen und so. Das wird wahrscheinlich immer so weitergehen, dass jeder auch sucht zu optimieren und jeder sucht irgendwie noch, wo kann ich etwas besser machen und gleichzeitig natürlich den Respekt zu halten für die Genialität der Räume, wie sie auch sind. Sie haben ja aber auch die Reihe angefangen des Cafés, der temporären Wandgestaltung des Cafés, erstmal mit Günter Förg und dann Tobias Rehberger, das ist ja nicht nur eine Wand, sondern eine eigentlich komplette Gestaltung des Raumes, hinaus über Daniel Biren. War das eigentlich von Anfang auch wirklich als ständig wechselnde über die Jahre oder erstmal als Günter Förg sozusagen zur Ausgestaltung dessen? Naja, das war eine Finanzierungssache natürlich. Ich hätte natürlich viel öfters gerne gewechselt, aber das war natürlich immer mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Nicht so sehr die Günter Förg-Wandmalerei, weil Günter Förg kam und hat eine Assistentin diese Wandmalerei angebracht. Wir haben damals ja auch wunderschöne Stühle von Franz West geschenkt bekommen für unser Café. Und die Stühle, das hatte Herr Teuber sehr schön in seinem Katalogtext beschrieben, die Stühle haben eben wunderbar mit dieser Wandmalerei von Günter Förg korrespondiert. Mir war das wichtig, das Café mit einzubeziehen, weil wenn man unten reingekommen ist, war die Atmosphäre schon relativ kühl und diese Wandmalerei hat diesem ganzen Raum eben so einen gewissen Halt gegeben. Und dann bin ich eben zur Biennale Venedig gefahren und habe die unglaublich interessante Installation von Tobias Rehberger gesehen, für die er dann den Goldenen Löwen bekommen hat, die höchste Auszeichnung, Ehrenauszeichnung für einen lebenden Künstler. Und ich war so fasziniert, dass ich den einfach eingeladen habe, hierher zu kommen. Ich habe eine Ausstellung gemacht zum Thema, also Entre deux Actes, die Ausstellung. Da ging es eben um die Beziehung zwischen Design, Architektur und bildender Kunst. Und da hat sich das natürlich wunderbar ergeben, den Tobias Rehberger einzuladen, dieses Café zu gestalten. Das war ein unglaublicher Kraftakt für uns, weil er ja auch diese Kristallwand gemacht hat. Und das war dann eben ein Raum, der aus ganz vielen Streifen, ein totales All-Over bestand und für unsere Besucher schon auch ein unglaublicher Aha-Effekt war. Und dann Herausforderung. Kam der Daniel Biren und der hat gesagt, ich mache hier nur eine Ausstellung, wenn dieser Quatsch hier von diesem Herrn Rehberger wegkommen, totaler Epigone, der kopiert mich. Da habe ich gedacht, naja, ein bisschen unsouverän von so einem doch schon weltweit anerkannten Künstler, dass er so einen jungen Künstler nicht gelten lässt, zumal ich die Arbeit überhaupt nicht epigonal finde, weil es ein ganz anderer Ansatz ist. Und ich glaube, dass der Tobias Rehberger den Biren auch sehr schätzt, aber einen ganz anderen Ansatz eben hat. Und dann hat er so lange mit uns nicht gestritten, aber eigentlich hat er sich mehr oder weniger geweigert auszustellen in der Kunsthalle, wenn die Arbeit von Tobias Rehberger nicht wegkommt, zumal die auch schon sehr, sehr verschlissen war. Also es war auch an der Zeit, dass die wieder weg musste. Und dann hat er uns eben ein Konzept entwickelt, der Biren,
dass man auch mit einem relativ geringen Budget realisieren konnte. Und das ist jetzt eben das mit dieser Spiegelwand, wie wir hier sehen. Und ich habe gehört, Sie wollen es jetzt auch wieder ändern. Das war jetzt sozusagen der Gedanke, diese doch grandiose Reihe von unterschiedlichen Wandgestaltungen denn auch nochmal fortzusetzen, indem dass es geändert wird und das sozusagen voraussichtlich ab Ende dieses Jahres denn nochmal eine andere Gestaltung des Raumes. Ich freue mich aber sehr, dass es noch hier zu dieser Ausstellung steht, weil es ja eigentlich eine perfekte, reale Ergänzung dessen ist. Und wir sind interessiert, weil wir haben gehört, dass unter den Spiegeln von Buren noch ein bisschen Förg auch an der Wand ist. Deswegen, da können wir die Archäologie de facto betreiben und auf den Säulen auch ein bisschen Rehberger sogar auch noch drunter sein sollte, das nicht bestrichen wurde, sodass da auch wieder was zum Vorschein kommt. Jetzt würde ich aber gerne, weil es ja doch ein längeres Gespräch ist und ein sehr interessantes Gespräch auch ist mit Ihnen alle, aber auch die Möglichkeit für Sie eröffnen, liebes Publikum, denn Fragen zu stellen an den jeweiligen einzelnen Direktoren. Wir haben hier auch zwei Mikrofonen, die im Publikum gegeben werden können und brauchen nur eine Wortmeldung von jemandem, der sich vielleicht als Erster auch traut oder Lust hat, eine Frage zu stellen. Entweder so eine von den Ausstellungen, über der wir hier gesprochen haben, oder eine andere sozusagen Ausstellung, die in diesem Zeitraum auch stattgefunden haben. Das ist ja doch einen längeren Zeitraum, sodass es auch reichlich Möglichkeit gegeben werden sollte, da auf Fragen zu kommen. Jetzt sehe ich, aber da ist jetzt eins hier sozusagen. Ja? Ausstattung, weil ich habe zum Beispiel den Dudorf selber noch malen sehen. Mhm. Und hier sieht es jetzt so wahnsinnig perfekt aus. Handwerklich einfach. Ja. Es war Maler und die Farben sind das einfach Diskussionsfarben? Das war keine Maler, das waren Franz Ackermann selbst. Ich werde natürlich in der Rede zur Einführung, zur Ausstellung, denn eher ein bisschen noch darauf eingehen. Der hat vieles von den Strichen und hier selbst geklebt. Dann waren andere beteiligte Assistenten von Franz Ackermann, die Unterschichten malten, aber alle Kunststudenten von auch viele, die an der Akademie in Karlsruhe unter ihm arbeiten. Und damit ist es nicht eine sozusagen in Auftrag gegebene und von Fremden ausgeführte Arbeit, aber durchaus zu Mittendorf, der ja sozusagen eher in seinem expressive gestischen Stil vielleicht selbst malte, denn doch auch eine andere perfektionierten oder anders perfektionierten Malstil. Vielleicht können Sie darauf noch kurz zu sprechen kommen, wie Mittendorf eben da dran ging. Sie haben auch viel Quadratmeter Wand, 200 Quadratmeter. Ne? Er hat ja das Thema, er hatte vollkommen freie Hand. Sein Thema zu wählen, die Dimension letztlich zu wählen. Mhm. Und er kam ohne expressis verbis, ohne ausgearbeitetes Konzept, aber mit dem Titel Die Umarmung der Nacht. Mhm. Und er hat damit natürlich ein romantisches Sehnsuchtsthema gewählt, was eine ganze Fülle von Motivik implizierte. Den Traum, die Visionen im Traum, die offene Bildfolge und hat dieses Thema letztendlich kombiniert mit den Motiven, die aus dem Zeitgeist Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre von den jungen Wilden aus einer Protesthaltung entwickelt wurden oder gepflegt wurden. Ein Aspekt dabei war ja der Protest gegen die strikte Intellektualität der Konzeptkunst, ja, gegen die man sich mit spontaner Malerei, mit einer Rückbesinnung auf den Expressionismus, es ist sehr schön nebenan in der Nolde-Ausstellung einzelne Motive zu verfolgen, die er, einzelne Elemente zu verfolgen, auch stilistische, die er im Grunde, die nicht nur er alleine, sondern die diese Künstler aufgegriffen haben. Und daraus hat er etwas gemacht, was im Grunde wie geprägt durch seine Filmarbeit, wie ein Film, das Drehen eines Filmes im Raum entwickelt wurde. Er hat eine
relativ schnell eine regelmäßige Arbeitszeit gefunden, ja. Später Vormittag bis 22, 23 Uhr. 23 Uhr war aber wirklich Schluss. Und dann hat er, hier hat er einen großen weißen Tisch stehen, und an diesem Tisch hat er zunächst die einzelnen Motive, die er sich vorgestellt hat, entwickelt in Aquarellen und hat die dann ab Mittag etwa mit einem, zunächst mit einem Gerüst, das geschah auf dieser Rückwand in einem Nachmittag, und dann mit fahrbaren Leitern, aber im Wesentlichen hat er alles selbst gemalt. Ja. Hat dann die Motive, die er vorbereitet hat, präzisiert und umgesetzt. Palermo hat auch seine blaue Streife selbst angebracht. Ne? Das kann man sich allein, nicht alles vorstellen. Allein und in der Zeit auch so unauffällig, dass man sagte, ja, wird die nächste Ausstellung hier vorbereitet. Nichts anderes passierte. Ja. Heute, ich möchte aber sagen noch... Wir haben auch noch eine Frage hier, so sagt, aber da noch gut. kurz zu sagen... Ich kann nur sagen, kratzt weiter. Ja. Die Geschichte der Kunsthalle hat auch einen Außenputz. Ja. Und wenn man außen an die Wände geht, wird man dann nochmal vielleicht eine kleine Inschrift entdecken. Ja. Da steht nämlich drauf, Dali ist hier forever. Okay. Das kann noch freigelegt werden. Den werden wir suchen. Sagen, hier ist noch eine Frage. Ja, also nur eine ganz einfache Frage in der Zeit von Kürzungen und Sparmaßnahmen. Woher nehmen Sie denn das viele Geld? Haben Sie so ein großes Etat, dass Sie solche Ausstellungen machen können und dann vor allem da unten wieder umbauen, was ich einfach sehr schön finde. Also ich vermisse nichts. Mir reicht es. Also als Sparmaßnahmen würde ich sagen, lassen Sie mal einen Moment. Oder haben Sie so ein großes Etat? Haben Sie viele Sponsoren? Bezahlt Herr Burda vielleicht die Hälfte? Nein, das ist durchaus sozusagen mit eigenen Mitteln alles bezahlt, aber ist von mir nicht sozusagen als nur um Geld, sondern eher um eine Ausstellungsgeschichte vorzuschreiben verstanden, weil ja auch die sozusagen Installationen in dem Café davor auch von temporärer Natur war und dass es deswegen wie eine schöne Idee scheint, da auch nochmal eins sozusagen weiterzugehen und die nicht den Raum wie nur einzeln da sozusagen da dran zu machen. Eine Ausstellung wie diese ist natürlich einerseits teuer, weil Künstler hier arbeiten müssen, aber nicht unbedingt teurer oder billiger als eine andere Ausstellung. Da kam zum Beispiel nur ein Werk, das antransportiert werden müsste in normale Kunstkisten aus London, die Arbeiten von Elmgren und Dragset. Sonst hat man sich ja auf anderen Stellen die Budgets, die denn vielleicht für mehr Menschen, die vor Ort arbeiten, eingespart. Und so pendelte sich eigentlich ganz gut ein in einem Ausstellungsetat, das gar nicht so anders ist. Es gibt auch manchmal eher der Gedanke, Wandmalerei-Ausstellung ist ja billig, weil die Künstler kann man ja einfach dazu kriegen, irgendwas an den Wänden zu malen. Das funktioniert auch nicht immer, aber das ist eigentlich ganz gut ausgewogen, sodass sie versichert sein können, dass diese Ausstellung eine relativ normalen Ausstellungsetat hat, die auch andere Ausstellungen in den letzten paar Jahren gehabt haben, nur anders eingesetzt. Und das finde ich dann doch eine schöne Art und Weise, mit Geld auch umzugehen, dass man da die immer wieder anders auch einsetzen kann. Das war jetzt eine Frage nur an mich gerichtet, aber Herr Peters hat dazu einen Kommentar. Ich würde gerne im Zusammenhang mit dieser Frage, die ich zum Teil gar nicht verstanden habe, also auch akustisch meine ich vor allem, sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Ausstellungsinstitut, einer Kunsthalle, die im Prinzip, Karlsruhe hat auch Kunsthalle als Titel, aber im Prinzip ein Ausstellungsinstitut ist mit wechselnden Programmen und mit wechselnden Ideen, und Pluralität entsteht ja nicht durch demokratische Abstimmung, sondern durch Abfolge von Individuen. Und wenn man aber ein Museum führt, dann kann man, wie zum Beispiel im Lehnbachhaus in München, die Arbeit von Palermo und Richter, immer hat man sehen können, als jetzt Stirling das umgebaut hat, ist die Arbeit transferiert worden, obwohl Palermo tot ist, mit dem, was Richter weiß und andere wussten, ist die sozusagen 1:1 in einen Raum, den Stirling dafür hergestellt hat, transferiert worden. Also das, was er hier Palermo gemacht hat, ist dann in einer Art von Museumskonzept mit Richters Köpfen von beiden Künstlern, Abgüsse vermute ich,
permanent erhalten. Das ist der Unterschied zwischen einem Ausstellungsinstitut und einem Museum. Das ist absolut richtig. Das würde ich nur zustimmen. So, jetzt gab es noch hier eine Frage. Herr Gallwitz, ich bin Ureinwohner dieser Stadt, demnächst 76. Und ich war am letzten Tag der Dali-Ausstellung in der Ausstellung. Am letzten Tag. Und da war es so, dass man nicht umfallen konnte. Ja, so war das. Und ich bin damals am Hindenburgplatz, habe ich gewohnt und war oft am Bahnhof Baden-Baden. Und da standen in dieser Zeit jeden Tag 4 oder 5 Sonderzüge auf den Abstellgleisen. So war der Andrang. Und das weiß ich immer noch heute. Es ist lange her. Und die Bahn fährt ja seit 1977 nicht mehr in die Stadt. Das ist jetzt die sogenannte grüne Einfahrt. Und ich wollte das einfach mal gesagt haben. Sehr schön. Vielen Dank für diese Kommentar. Die anderen hören ja auch über diese legendäre Ausstellung. Und Sie haben wahrscheinlich auch Ihres dazu gehört. Und wie gesagt, ich habe es von Rosemarie Jörger öfter vorgeschwärmt bekommen. Aber Matthias Winzen hat dazu eine Stimme. Ich weiß nicht ganz genau, es sind auch keine, sozusagen, ist keine Antwort auf Fragen. Dennoch wollte ich eigentlich in diesem Zusammenhang, dass hier Kunst auf den Wänden ist, die war immer dann von Anfang an temporär gedacht, das wird zugedeckt, das ist weg. Ich habe eben schon mal gesagt, das stimmt mich so ein bisschen melancholisch und auch wie wir jetzt hier sitzen, ist es ja so, dass wir über einen sehr starken Wandel über Jahrzehnte reden. Also ich werfe das einfach in die Runde, ohne dass ich eine These habe, aber es hat sich ja nicht nur, also die Frage kam auch, es haben sich nicht nur die Etats verändert, die Etats sind relativ kleiner geworden. Das darf man ruhig mal sagen. Und sozusagen, was du machst, was sie gemacht haben, also wir sind doch immer noch sehr stark damit beschäftigt, Zusatzmittel permanent einzuwerben. Das kann man ruhig auch mal sagen. Es gibt immer mehr Kunstinstitutionen. Also, ich komme drauf, sozusagen, die Arbeiten sind auf der Wand. Sie sind von Anfang an so gedacht, dass sie übermalt werden. Wir haben uns da aber auch immer einen Luxus geleistet. In derselben Zeit sozusagen gibt es immer mehr Kunstinstitutionen. Es ist sozusagen durchaus eine Bewegung auch der Inflation. Also es werden sozusagen immer wieder neue Sinn- und Bedeutungsangebote gemacht, auch institutionell. Es kommt immer mehr Kunst. Und das ist natürlich ein irres Tempo. Wo das jetzt genau hinführt, weiß ich nicht. Jetzt für heute Abend kann ich jetzt erstmal sagen, dass mir einfach dieser Archäologie-Gedanke, jetzt mal zu sagen, Augenblick, wir gucken mal, was war denn da alles, der ist mir jetzt erstmal geheuer und gar nicht so unsympathisch. So. Das ist ja schön. Frau Kraus, Sie hatten sich kurz gemeldet. Sonst gibt es denn eine Frage ganz hinten in der Ecke nach Ihnen. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist es auch danach zu Ende, weil ja, man hört ja so ein bisschen die Unruhe von unten. Aber Sie sind ja alle auch hier heute Abend und sind ja auch zum Gespräch sozusagen. Genau, ich Frau Kraus. Ich wollte nur eine kleine Episode noch erzählen zum Thema Dali. Ich weiß noch, irgendwann habe ich den Herrn Burda auf der Lichtenthaler Allee getroffen. Ich glaube, da hatte er gerade seine Chagall-Ausstellung. Und hat gesagt, jetzt habe ich den Dali geknackt. Wir haben mehr Besucher als den Dali. Gut. Dann eine Frage ganz hinten in der Ecke. Ja, ich hoffe. Ja. Henning Rickmann, Karlsruhe. Ich wollte bezüglich der Archäologie noch daran erinnern, dass man nicht nur in die Wand und hinter die Wand geht, sondern auch vor die Wand gehen kann. Denn ich erinnere mich sehr gut an eine große Installation von Karin Sander, die Wandtapete als solche quasi in den Raum zurückgespiegelt hat, die mir zumindest immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist und ich fand das eine hervorragende Arbeit, die man dann sogar partiell mit nach Hause nehmen konnte für wenig Geld, sodass man die Kunsthalle im Prinzip in die weite Welt vertreiben konnte. Das haben auch viele Mitarbeiter getan und wir haben einzeln diese Stücke, die Karin Sander damals hier in dem Raum hing, eben nebenan dem Dokumentationsraum hängend von den Mitarbeitern angekauft und eben diese großartige Arbeit in Pötters Zeit hier in der Kunsthalle, wo die raue Wand, die fast raufaserartig aussehende Wand, die eigentlich nur wegen der Übermalung
dort sozusagen festgehalten wurden und fotografiert und wieder an den Wänden überall hier in dem Raum gehängt wurde. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die dann aber auch natürlich den Blick darauf lenkte, dass die Wände müssten geglättet werden, um da wieder sozusagen zurückzukommen. Ich möchte eigentlich nur zu dem, was Hans-Albert Peters vorhin erwähnte, noch eine kleine Vignette hinzufügen. Er hat von der Herbheit des Umgangs mit der Theraplastik gesprochen. Und die habe ich in vollem Umfang geerbt, als seine Nachfolgerin. Und es gab wirklich extreme Versuche, dieses Ungetüm zu entfernen. Aber dann gab es etwas, was auch in meinem Rückblick auf die Baden-Badener Zeit charakteristisch war oder ist, gab es eine Überraschung. Die Rennwoche stand bevor und ich wurde sehr in die Zange genommen, doch vor dieser Rennwoche das Ungetüm zu entfernen. Und ich bin, bevor dieses Treffen, es wurde ein großes Treffen anberaumt und ich hatte dringende Geschäfte im Ausland. Aber als ich dann am Tag nach der Eröffnung der Rennwoche zurückkam, war die Theraplastik von Rosen überwachsen. Das ist auch Baden-Baden. Herr Galwitz. Ja, also wenn es wirklich ein Schluss ist, dann würde ich sagen, die Rose geben wir heute an unseren lieben Nachfolger Johann Holten, denn er wird sie hier Schmuck tragen können. Ich gebe aber gerne noch eine Frage an alle ab, die heute hier zusammenkommen und dieses Treffen, das Sie uns gegeben haben, die Chance zu bedenken. Die Ausstellung auf Zeit, wir waren alle hier nur auf Zeit. Und das gehört zu den Qualitäten dieses Hauses, dieses Temporärere, nicht nur bei den Künstlern, auch bei den Leitern dieses Hauses. Auf Zeit, was hinter dem Putz steckt. Mir ist auf dem Weg heute nach Baden-Baden immer wieder die Frage durch den Kopf gegangen, hinter dem Putz oder unter dem Putz? Vielleicht kann man diese Frage bei dem nächsten Treffen einmal erörtern. Sie ist von grundsätzlicher Bedeutung über das, was dahinter ist oder was darunter ist. Ja. Was noch kommen kann oder nicht mehr kommen kann. Sehr schön. Danke. Ach, danke. Kleine philosophische Abschlussbemerkung, so Ausstellungstitel und damit ja auch Überleitung zu der Eröffnung der Ausstellung, die gleich, aber nicht gleich, sondern in 15 Minuten hier in dem Raum auch stattfinden werde. Und da, Sie dürfen gerne sitzen bleiben, Sie dürfen aber jetzt auch gerne in der Ausstellung gehen und sich die auch anschauen und dann wieder in den Raum zurückkehren. Sie dürfen auch unten gehen. Zu trinken bekommen Sie noch nichts unten, zu essen auch noch nichts, aber nach der Eröffnung der Ausstellung sind Sie alle sehr herzlich eingeladen, an unserem Sommerfest auf der Terrasse teilzunehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihr Kommen.